Du erhältst Morgenstern. Das Ritual ist abgeschlossen. Was du nun in den Händen hältst, ist Morgensterns wahre Form. Bitte sei in diesem magischen, sieh in diesen magischen Begleiter nach. Bäh. Bitte sieh in deinem magischen Begleiter nach. Die Macht dieses Zauberstabs hat eigene Seiten ergänzt mit den neuen Zaubern, die du nutzen kannst. Heilende Hand. Oh, neue Heilung ist super. Glückssache. Keine Ahnung. Entfesseln. Das war's. Mann, diese Zauber sehen toll aus. Ich bin sicher, der Zauber, der den Namen Entfesseln trägt, wird dir von großem Nutzen sein. Du hast zweifellos bereits genügend Kreaturen gekämpft, die als Wächter bekannt sind. Ihre armen Herzen werden von Shaddaa gebrochen. Als ihr sie besiegt habt, habt ihr gewisse Edelsteine erhalten, nicht? Hab ich? Ja, stimmt. Das stimmt. Sie haben die großen Klunker fallen lassen, nicht wahr, Olli? Diese Edelsteine symbolisieren die Dankbarkeit der Wächter und erhalten einen Teil ihres Geistes und ihrer Lebenskraft. Mann, oh Mann. Wenn du Entfesseln anwendest, kannst du die Energie bündeln, die den Edelstein innewohnt und die Stärke der Wächter im Kampf aufrufen. Mit Hilfe ihrer Macht wirst du in der Lage sein, dich gegen Shaddaa zu behaupten. Dankeschön, Eure Hoheit. Das hört sich wirklich sehr nützlich an. Haha, klingt doch nicht schlecht, was, Olli? Shaddaa wird zittern wie Espenlaub. Du bist jetzt besser für einen Kampf mit Shaddaa gewappnet, aber zwischen dir und einer solchen Begegnung steht ein ernstes Hindernis. Na toll, jetzt geht's aber los. Was denn diesmal? Shaddaa haust in der Nimmerburg. Sie befindet sich nördlich von hier, jenseits der Totenmarsch. Wenn du unvorsichtige Reisende von dem dunklen Pesthauch für die sieben Marsch bekannt ist, umhüllt werden, sind sie für immer verloren. Ein Moment, die Totenmarsch? Was ist denn, Esther? Hast du davon gehört? Mein Vater hat einmal darüber gesprochen. Er hat mir von einem Nebel erzählt, der so schwarz war, dass ihn kein Licht durchdringen konnte. Der schwarze Schleier. Er sagte, dieser ließe sich einzig und alleine mit Hilfe des Klangs der Fanfare vertreiben. Die Fanfare. Ich erinnere mich, wie du erwähnt hast, dass wir diejenigen sein würden, die sie wieder spielen werden, Esther. Ja, die Fanfare ist ein Symbol für den Frieden, das von den drei Königreichen dieser Welt geschaffen wurde. Wie ging nur das Gedicht? In Katzenbutzel schnitzt man stolz der Kuhweide Holz und trägt es dann nach Schweinfurt, den Hold erklingen soll's. Ich bin von deinem Wissen wirklich beeindruckt, Esther, aber du bist schließlich auch die Tochter eines großen Weisen. Oh, es ist doch nur ein Reim, den ich gelernt habe, als ich klein war. Also wenn wir einmal richtig in diese Fanfare tröten, wird sie uns unseren Weg durch die Totenmarsch sparen, richtig? Das ist korrekt. Und um die Fanfare zu erschaffen, benötigt ihr zunächst das heilige Holz. Das Kuhweider Holz. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir der Kulifen einen Besuch abstatten. Alles klar. Aber das Gute ist, wir haben jetzt eine neue Waffe. Müssen wir die noch ausrüsten? Nö. Müssen wir nicht ausrüsten. Aber was noch gut ist, wir können jetzt endlich mit unserem blöden Zauberstab. War die hier drinne, die Truhe? Wir können jetzt endlich die komplett verschlossene Truhe öffnen. Da ist doch bestimmt jetzt mega der Hammer drinne, oder? Der H-A-M-M-E-R-Hammer-Yeah. Wenn's jetzt wieder nicht, ne? Boah, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, ey. Geheimmittel. Na gut. Wie auch immer. Schön. Schön, schön, gut. Monsterjagd gibt's keine, sonst haben wir hier auch sonst nichts weiter. Können wir ja rein theoretisch den Zauber Reisen wirken? Reisen wirken. Einmal mal ganz kurz nach Katzenbuckel, weil da gibt es nämlich auch noch eine Truhe, die weiß ich, und bevor ich die jemals vergesse. Und ich weiß, ich werde sie vergessen. Ich kenne mich. Ist nur jemand, der ein gebrochenes, zu viel von irgendwas hat. Dann nähern wir uns jetzt ja wohl wirklich den Kampf gegen Shaddaa, wa?
Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir den irgendwie platt machen können. So, jetzt muss das aber gehen. Wenn das jetzt immer noch nicht geht, ne, dann brennt die Hütte wirklich. Gott sei Dank. Wir finden Schimmerschuppen. Das sind die, die niemand tragen kann und die keiner braucht. Schön. Reisen. Es sind zwar überall noch diese ganzen Truhen irgendwo, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich bin dafür, wir gehen erstmal nach Al-Kuwait und sprechen nochmal mit der Kuli-Fee. Gab es hier irgendeine Truhe? Ich bin gar nicht so sicher, ob es hier noch irgendeine Truhe gab, die wir aufklamüstern müssen. Da sind ein paar Nebenaufgaben. Vielleicht sind ein paar gebrochene Herzen dabei. Aber warum? Aber Bahnzucht ist doch... Gib ihm seine Liebe zurück. Oh, Liebe zurückgeben, das ist gut. Das können wir machen. Herz schenken. Das geht immer am schnellsten und da kriegst du halt immer am meisten dafür, ne? Vor allem haben wir jetzt, glaube ich, genügend Stempel. Ich hoffe es einfach mal, dass wir jetzt genügend Stempel haben, um das Zeug hier zu holen, weißt du? 2 Goldpasteten. So, kriegen wir jetzt eine Stempelkarte. Ja, sehr nice. Sehr gut. So, hast du zufällig auch noch? Glauben. Hatten wir das nicht? Ja, schenken. Kriegst du mal deinen Glauben wieder. Jüngchen. Kriegst dein Glauben. Du hast den Glauben. Ich weiß doch nicht, warum der jetzt hier, aber scheinbar hatten wir das noch. Frostpudding. Habe wieder neue Puddings bekommen hier. Genauigkeit. Ja, da war ja mal, keine Ahnung wer. Was war das andere? Verteidigung, das kann Roxas kriegen. Roxas hier. Kriegst ein bisschen Pudding. Kann deine Verteidigung noch steigen. Kriegst aber Ornivat jetzt noch. Zack, nochmal wieder Verteidigung gestiegen. Kriegst ja noch einen Punkt hin. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Ja, wer kriegt nur Genauigkeit, ne? Drücken wir das Chat in den Lappen hier. Kriegt er ein paar Punkte? Kriegt er ein paar Punkte von? Ob das jetzt wirklich was gebracht hat? Keine Ahnung. Und wir können uns jetzt auch mit der Stempelkarte uns jetzt eigentlich was Neues abholen. Ist genauso nice. Oh, es gibt neue dann? Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Oh, das ist gut. Da müssen wir ja doch überall mal gucken, wa? Neu ist immer gut. So, dass sie öfter Gegenstände, das hätte ich gerne. Dass sie öfter Gegenstände fallen lassen. Wer weiß, was sie denn immer so noch fallen lassen, weißt du? In irgendwelchen Puddings oder irgendwas zu essen oder sonst irgendwas. Was uns HP gibt. Das ist doch schon ein bisschen hilfreich dann. Genauso wie 15 Gulden. Ja, auch immer hilfreich. Da hat noch jemand wieder so ein Herzchen. Herzelein, du musst nicht... Nein, er singt, Alter. Er singt jetzt hier nicht Herzelein. Hallo Rashid. Ja, deine Barbaren verkaufen sie richtig gut. Das ist immer noch dieselbe Anzahl. Das ist gut. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz auf dich.
Es ist schön, Sie wiederzusehen, Eure Majestät. Wie wunderbar, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr den hübschen jungen Mann auf dem Bild, das wir euch großzügigerweise überlassen haben, gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden, Eure Majestät. Und jetzt ist Prinz Markestin wieder ganz der Alte. Das Bild hat uns am Ende echt geholfen, Eure Majestät. Aber auch wenn du das bloß hattest, weil du in den Armen verknallt warst. Wir sind hochzufrieden, dass ihr eure Ziele erreicht habt. Aber sagt, was bringt euch zu uns zurück? Eure Majestät, habt ihr von der Fanfare gehört? Das haben wir, in der Tat. Gehen wir recht in der Annahme, dass ihr das eben genannte Instrument benötigt? Ist die Zeit endlich gekommen? Das stimmt, Eure Majestät. Wir benötigen es, um den Totenmarsch zu überqueren. Abula, du hast den jungen Mann gehört. Bring mir sofort, du weißt schon was. Jawohl, allergroßzügigste Milchspenderin? Bitte was? Ja, ist in Ordnung. Ist ein Kinderspiel, allergroßzügigste Milchspenderin. Sag dir gleich mal heiliges Holz. Du erhältst heiliges Holz. Schützt dieses Holz mit eurem Leben, ja? Wer kann sagen, wie lange es dauert, bis ein zweiter Zweig wie dieser wächst? Mann, oh Mann, danke schön, Eure Majestät. Das bedeutet, wir können uns Shaddaa im Kampf stellen. Du hast also vor, es mit ihm aufzunehmen. Erzähl uns, bist du mit dem Ergebnis der Ereignisse der Magierkriege vertraut? Ja, Eure Majestät, ich habe davon gehört. Die ganze Welt befand sich im Krieg, richtig? Es war ein äußerst langwieriger und blutiger Angelegenheit. Nur drei Königreiche sind am Ende übrig geblieben. Al-Kuwait, Katzenbuckel und Schweinfurt. Die drei herrschenden Familien schworen, den Frieden zu wahren und die Fanfare diente als Symbol für ihr heiliges Gelöbnis. Doch als der Schatten der dunklen Genie auf der Welt fiel, wurde unsere drei Königreiche in einer einfach schrecklichen Serie von Disputen gestürzt. Im Nachhinein ist es höchst bedauerlich, dass wir uns damals nicht verbündet und eine neue Fanfare schufen. Verbündete, Eure Majestät? Das ist richtig, Junge. Wenn wir uns recht entsinnen, hast du bereits alle drei Königreiche besucht. Das stimmt, Eure Majestät. Wir sind alle mit allen hohen Tieren in jedem der Königreiche befreundet. Der Gedanke, dass gerade ein lieber kleiner Junge die Kluft zwischen unseren Königreichen überbrücken soll, amüsiert uns. Danke, Eure Majestät. Ja, danke, Eure Majestät. Wir werden gerne für einen Plauschen bleiben, aber die Fanfare baut sich nicht von selbst. Also dann weiter zum nächsten Königreich. Ja, es wird Zeit, nach Katzenbuckel aufzubrechen und mit König Tom zu sprechen. Alles klar. Kriegen wir hin. Katzenbuckel. Zip. Sind wir ja doch schon mal. Ja gut, ich bin jetzt zweimal nach Katzenbuckel, aber egal. Egal, das schaffen wir. Dann müssen wir auch noch mit König Tom reden. Ich weiß zwar nicht, was der uns jetzt hilft. Will er das Holz kratzen oder so irgendwie? Nein? 15 Gulden. Na endlich. Darauf habe ich lange gewartet. 15 Gulden. Alter, zusammen mit den 15 Gulden, die wir vorhin schon hatten, ne? Alter, wir sind bei 30 Gulden. Und da hinten, ne? Das ist jetzt hier, wir sind bei 45 bestimmt jetzt. Alter, nein, nur bei 40. Können doch nicht so prassen, wie wir es dachten, Mann. Gibt's hier jetzt noch Monsterjagd wieder? Ingang, ne, okay, gut. Ich dachte, das ist irgendwie von Haus zu Haus. Unterschiedlich. Auf jeden Fall haben wir wieder drei Monsterjagden, womit wir wieder gut Stempelkarten bekommen können. Müssen sowieso bald wieder ein bisschen Monsterjagd machen, vor allem auch leveln, beziehungsweise Geld sammeln. Na Katze, was geht? Miau, miau, miau. Zuversicht. Oh, nur drei Stempel. Das ist aber wenig, drei Stempel. Da bin ich aber... Naja. Naja, die drei Stempel, die kriegst du jetzt mal. Haben oder nicht haben, weißt du?
3 Pustekuchen und 1000 Gulden. Und 3 Stempel. Naja, fast fertig da. Wieder eine. Oh. Eine neue. Das interessiert mich aber. Ah, Riesensonnentropfen haben wir gelernt. Riesensterntropfen, Entschuldigung. So, hier sind zwar noch ein paar, die wieder Herzen haben, aber egal. Also, auf zum Katzenkönig. Dieser Ort wird Erinnerung. Es war die erste Stadt, die wir zusammen besucht haben, nicht wahr? Hör mal, es ist sicher schön, in Erinnerung zu schwellen, aber haben wir nicht etwas zu erledigen? Ich gebe es ungern zu, aber Sven hat recht. Wir müssen die Fanfare fertigstellen. Und das heißt, wir müssen dieses heilige Holz... Aber wie? Was ist los? Erzähl mir nicht, dass du dieses verflixte Ding fallen gelassen hast. Nein! Ich hab's nicht verloren. Ich bin noch nicht... Du willst also sagen, dass sich jemand damit davon gemacht hat, während du nicht aufgepasst hast? Na, mit solchen Dingen hast du ja Erfahrung, oder? Und wieder gräbt sie diese alte Geschichte aus. Du bist diejenige, die es verloren hat. Schieb's nicht auf mich. Ich hab's die ganze Zeit, ich schwör. Hört auf damit, ihr beiden. Wenn es verschwunden ist, müssen wir es schleunigst wiederfinden. Du hast recht, Olli. Fragen wir doch ein paar von den Leuten hier, ob sie es nicht gesehen haben. Na toll. Ganz großes Kino. Einfach nur klasse. Ich kann mich kaum noch halten. So, was machst du? Ja, dir geht's gut. Mut fehlt. Haben wir, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht sicher. Aber das heißt, wir kriegen einfach wieder... Jetzt schenken. Wir kriegen einfach wieder ein paar kleine Sachen. Mut haben wir noch. Wir brauchen bald neu. Wir brauchen definitiv bald neu. Stumpfe Schneidestein ist auch unnötig wie sonst was. Eine Stempelkarte haben wir schon wieder. Das ist gut. Nö. Möchte ich mich jetzt nicht drum kümmern. Wir müssen jetzt erstmal Shadar besiegen. Es liegt mir jetzt gerade wirklich am Herzen, dass wir erstmal uns um Shadar kümmern. Oder mal gucken, wo wir überhaupt unser schönes heiliges Holz wiederbekommen. Was ja Missy irgendwie verloren hat. Toll. Beim Waffenhändler. Wenn die meinen. Hey. Ah, guten Tag. Ach du meine Güte, ihr seht ja ganz flatterig aus. Was ist denn passiert? So ein schmutziger, mieser Dieb hat unser... Moment. Sieh mal dort, Olli. Es ist das heilige Holz. Wo haben Sie das denn gefunden? Ah, das hat es euch angetan. Hübsch, nicht? Ich dachte, es wäre nicht gut als Schaufenster... Es würde sich gut als Schaufensterdekoration machen. Eine verflixte Schaufensterdekoration? Das ist heiliges Holz. Du willst das doch nicht als Waffenablage missbrauchen, oder etwa doch? Herr Waffenhorst, dieses heilige Holz gehört uns. Man hat es uns gestohlen. Gestohlen? Aber ich habe es eben erst gekauft und für einen Preis, der euch die Tränen in die Augen treiben würde. Sagt bloß, man hat mich gerupft. Ich fürchte ja, Mann. Wer es dir auch verkauft hat, muss es uns gestohlen haben. Ah, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich hätte mich gewundert, wie er an einen so wundervollen, wertvollen Gegenstand kommt. Er? Kennt Sie die Person, die es ihn verkauft hat? Es war diese junge Maus, die mit der Brille. Sie kommt ständig hier vorbei und irgendwelche Sachen zu verhökern. Brille? Aber ich hätte ihn nie für einen Dieb gehalten. Nein, nur weil er ja sagt, er sei schuldig, heißt das nicht, dass es wahr ist. Wenn ihr wollt, dass ich euch glaube, müsst ihr mir einen Beweis bringen. Aber wie sollen wir das anstellen? Da gibt's nur eins, Olli. Wir müssen diese Maus fangen und zu einem Geständnis zwingen. Okay, dann tun wir das. Wir bringen ihnen den Beweis. Bitte macht schnell. Es würde mir überhaupt nicht behagen, gestohlene Ware weiter zu verkaufen. Wie auch immer. Okay, eine Maus. Eine Maus müssen wir wieder in die Mausalisation.
Hallo, sind Sie eine Maus? Sammelstellen gibt es überall, mir auf der Welt. Du solltest sie stets untersuchen, wenn du die Gelegenheit hast. Mich verarschen? Ich mich... mich verarschen oder was? Ist nix. Können wir da hoch? Müssen wir ganz kurz gucken, ob wir da hoch können. Ansonsten werden wir nämlich gerade verarscht. Verarscht. Ah. Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, aber wir speichern erstmal, falls sie irgendwie kämpfen will oder sowas. Weil Mäuse sind ja bekanntlich ziemlich starke Gegner. Das weiß man ja so, ne?